Guten Morgen. Es geht weiter bei unserem Ludwig-Erhard-Gipfel. Bevor ich unser Panel zum Thema Brexit, Europa nach dem Brexit vorstelle, ein Dank nochmal ganz herzlich an Annegret Kramp-Karrenbauer, die wir gerade gehört haben, mit einem wirklich bemerkenswerten Plädoyer für eine werteorientierte Politik der Eigenverantwortung statt Bevormundung und das in einer internationalen sicherheitspolitischen Ordnung, die auf Realitäten basiert statt auf Illusionen. Ganz herzlichen Dank, Frau Bundesministerin. Europa nach dem Brexit. Drei spannende Gäste. Greg Hands ist Minister of Trade Policy in Großbritannien, Staatsminister für Handelspolitik. Melanie Hummel ist Staatsministerin im Freistaat Bayern, von dem wir eben gelernt haben, vom Ministerpräsidenten, dass er groß ist, aus Österreich und dort zuständig für Europa-Angelegenheiten. Und Günther Oettinger, ehemals Ministerpräsident im Ländle und danach lange Zeit in verschiedenen Kommissionsfunktionen in Brüssel. Ein erfahrener, sehr erfahrener Europapolitiker, vielleicht sogar von den Jahren in der Kommission der erfahrenste deutsche Europapolitiker. Schön, dass Sie bei mir sind. Schön, dass wir die Zuschauer draußen am Bildschirm und im Streaming haben. Greg Hands, Europa nach dem Brexit. Es gab eine Zeit lang viel Häme in Europa, in Resteuropa, in der EU über die Briten. Andererseits haben sie sich jetzt gut geschlagen, vergleichsweise in der Corona-Krise. Kommt jetzt die nächste Krise auf Großbritannien zu nach den Wahlen in Schottland und ein mögliches Scoxit raus aus Großbritannien? Danke für die Frage und danke für die Einladung, hier heute früh bei Ihnen zu sein. Erstens würde ich sagen, dass unser Impfprogramm, wie Sie sagen, ist sehr erfolgreich und wir sind darauf sehr stolz. Aber der Impfprogramm gehört auch zu Schottland. Schottland als Teil von dem Vereinigten Königreich. Was wir gemacht haben, hat auch die Bevölkerung in Schottland riesig geholfen. Zwei Drittel unserer Erwachsenen sind jetzt geimpft zum ersten Mal, ein Drittel mit der zweiten Impfung. So, die Lage bei uns mit dem Virus geht immer besser und wir haben eine neue Anordnung annonciert für nächste Woche. Für Schottland betrifft, nie vergessen, dass eigentlich in der Wahl letzte Woche haben mehr Leute gestimmt für Unionsparteien, für die Vereinigung als dagegen. So die Lage, es ist nicht die richtige Zeit jetzt, die Pandemie geht weiter, es ist noch nicht zur Lösung gekommen, jetzt ist nicht die richtige Zeit, so ein Referendum zu haben. So, wir haben diese Anforderung von der SNP innerhalb der nächsten zwei Jahren ein Referendum, ein zweites Referendum zu haben, abgelehnt. Aber wir sagen nicht nie dazu, aber in 2014, bei dem letzten Schottland-Referendum, hat Nicola Sturgeon selber gesagt, das passiert einmal in einer Generation. Mhm. Und von was ich weiß, eine Generation ist nicht sieben Jahre. So, es ist nicht die richtige Zeit. Wir müssen zusammen die Pandemie bekämpfen und zusammenarbeiten, die britische Regierung und auch die schottische Regierung. Und von Kämpfen, da sind Sie ja durchaus kampferprobt. Ich habe auf Ihrer Webpage nochmal nachgelesen. Wenn Sie sich wundern, dass Greg Hands so ein hervorragendes Deutsch spricht, Sie haben schon in den 80er Jahren mal in Berlin als Bademeister quasi gearbeitet, haben dann eine Berlinerin kennengelernt, die jetzt Ihre Frau ist. Und am vierten Tag in Berlin, Moabit, wo ich auch lange gelebt habe, sind Sie gleich in eine Kneipenschlägerei verwickelt worden, aber Sie sind angegriffen worden. Sie hatten eine blutige Nase, aber der andere kam in den Knast. Richtig? Etwa. Aber das war nicht meine Schuld, ich muss ja sagen. Sie sind angegriffen worden. Ich bin einfach angegriffen worden, ja. Was in Berlin ja sonst ganz selten passiert. Melanie Hummel, Europaministerin im Freistaat Bayern. Wenn Sie aus bayerischer Sicht, und Bayern hat ja nie immer nur auf quasi Berlin geguckt, sondern Bayern hat ja immer eine sehr eigenständige Politik gefahren. Wenn Sie auf Europa nach dem Brexit schauen, gibt es da unter dem Strich auch das ein oder andere positiv, was besser geworden ist? Oder würden Sie sagen, es lohnt sich zwar nicht, zu viel zurückzuschauen, aber unter dem Strich ist der Schaden groß?
Also wenn man sich's anschaut, ist es einfach schlichtweg so, dass wir es bedauern, dass Großbritannien aus der Europäischen Union gegangen ist, ganz klar. Schaut man sich's mal mit Zahlen an, dann ist es so, dass es unser wichtigster Partner im Bereich Warenhandel gewesen ist, 2015 innerhalb Europas, und 2019 war es nur noch der viertwichtigste Partner. Also das heißt, da hat der Brexit dann schon Spuren auch hinterlassen. Und gleichzeitig ist es für uns aber auch wichtig, nach vorne zu schauen. Also sprich, wir werden von Bayern her in London ein Büro eröffnen, um eben auch die Beziehungen mit Großbritannien auf neue Füße zu stellen. Und hier eben auch ganz klar wollen wir weiter zusammenarbeiten. Also ein bayerischer Botschafter in London. Ja, ein Büro, von dort aus wir dann auch den Kontakt suchen zu den Ministerien, zu den Partnern, um hier einfach klar auch weiter zusammenarbeiten zu können. Sie haben in Bayern gerade in den letzten Wochen eine Kampagne angestoßen, die Bürger sollen Europa gestalten, sollen Ideen einbringen, Vorschläge machen. Was erhoffen Sie sich? Ist das einfach, dass Bürger einen positiveren Bezug zu Europa bekommen sollen, näher rankommen sollen? Oder glauben Sie, dass daraus wirklich so etwas wie Innovation, wie neue Ideen entstehen können? Es geht ja darum, bei der Konferenz zur Zukunft Europas wirklich die Bürger auch mitzunehmen. Weil ich glaube, für Europa, für die Europäische Union ist es so wichtig, dass wir ein Europa mit und für die Bürger sind. Also das heißt, dass aber auch bei dieser Konferenz es nicht von vornherein festgelegt ist, was muss rauskommen, was sind die Ergebnisse, sondern dass die Bürger die Chance haben, mitzudiskutieren über eben eine Plattform, über verschiedene Panels, Bürgerdialoge und dann auch in den Gremien später, dass wirklich auch Bürger dabei sein können, um die Ergebnisse bei der Konferenz rauskommen, dass die dann auch wirklich in politische Handlungen übergehen. Weil ich glaube, frustrierend ist es für die Bürger, wenn sie sich einbringen und es war dann schön für ein Papier und dann geht es in die Schublade. Nein, es muss auch dann Handlung entstehen, ganz klar. Günter Oettinger, von 2010 bis 2019 waren Sie, ich habe es eben schon mal angesprochen, in verschiedenen Funktionen in der EU-Kommission tätig, erst für Energiepolitik, dann später für die digitale Wirtschaft, die ja bei unserem Gipfel auch ein ganz zentrales Thema sein wird, dann für Haushalt und Personal. Sie sind mit einem wichtigen, Sie haben vieles erreicht, aber mit einem wichtigen Thema sind Sie damals nicht durchgedrungen. Sie wollten einen Energiebinnenmarkt innerhalb Europas schaffen. Ist das heute noch ein Thema oder glauben Sie, dass die Zentrifugalkräfte in Europa, was man beim Brexit demonstriert bekam, aber auch ansonsten Osteuropa, die in vielen Punkten anders ticken, als man in Brüssel es vorgeben möchte, haben Sie den Eindruck, dass die Zentrifugalkräfte zu groß sind, als dass man solche Ideen und Träume noch realisieren kann? Nein, wir sind vorangekommen. Wir haben Energieinfrastrukturen gelegt, Gasleitungen, Stromleitungen. Wir haben gemeinsame Speicher. Übrigens, mit dem Königreich haben wir eine enge Energiepartnerschaft. BP, British Petroleum, ist auf dem Festland aktiv. Shell sitzt in London und in den Niederlanden. Windparks gemeinsam. Oder innerhalb der EU ist Irland und es gibt leistungsfähige Energieinfrastrukturen von Irland nach England. Und ich bin sicher, die Energieunion muss kommen. Es wird einen einzigen Punkt geben, wo Europa nicht Kompetenz übertragen bekommt. Die Energietechnik. Kernkraft, ja, nein, bleibt nationale Verantwortung. 14 Länder dafür und 14 dagegen. Und als Deutschland ausstieg, entschied Polen einzusteigen. Oder wie lange Kohle eine Rolle spielt. Die einen sagen 2030, die anderen 2038. Das heißt, die Technik bleibt national, die Infrastruktur und die marktwirtschaftlichen Standards bis hin zum Thema Emission Trade System, also was kostet die CO2-Emission, all dies ist weitgehend europäisch. Sie sprachen eben von der engen Zusammenarbeit im Energiesektor zwischen der EU und Großbritannien. Das heißt, wenn Sie von Europa sprechen, dann reden Sie in der Regel jetzt nicht von der EU, sondern Sie meinen tatsächlich EU plus Großbritannien. In der Tat. Der Austritt, die Entscheidung ist 5 Jahre alt. Wir haben 5 Jahre verhandelt, gestritten, die einen haben es bedauert, ich auch, andere haben es begrüßt, gefeiert. Jetzt ist Schluss. Jetzt muss der Blick nach vorne kommen. Und in den 5 Jahren hat Europa nicht gewonnen, sondern an Weltbedeutung deutlich verloren. Und in der Rezession jetzt, wir sind mittendrin in der Pandemie, weiter in Rezession. Amerika wächst in diesem Jahr um 6%, China um 6%. Das heißt, das Königreich und die EU
drohen im Sandwich zwischen USA und China erdrückt zu werden. Wir haben zu geringe Weltpolitikfähigkeit. Auf der Weltbühne sinkt unsere Bedeutung herab. Und deswegen plädiere ich für eine enge Kooperation. Denn die Werte sind die gleichen Werte. Marktwirtschaft, Sozialstaat, Meinungs-, Pressefreiheit, Demokratie, vieles andere mehr. Und wenn wir in 2030 überhaupt noch die Welt von morgen ein bisschen gestalten wollen, geht es nur in enger Abstimmung, nicht mit Mitgliedschaft, aber in enger Abstimmung zwischen London und Brüssel, Paris, Berlin und anderen. Schauen Sie einmal die GDP-Entwicklung an. Schauen Sie einmal die Währungsbedeutung an. Das Pfund hat geringe Bedeutung, der Euro ist stärker, aber nicht stark genug, der Dollar ist entscheidend und die Währung Chinas kommt. Und dann das Thema neben Wirtschaft auch Innovation. Die besten Forscher Europas sitzen in Oxford, Cambridge und London. Aber die müssen mit den Forschern von München und von Aachen und von Lyon kooperieren. Nur dann haben wir gegen die großen Forschungsverbünde der USA, gegen die Big Data Companies und gegen China eine Chance. Enge Kooperation. Und letzter Punkt. Schauen Sie mal an, wie Australien derzeit von China erpresst wird, unter Druck kommt. Mhm. Das Staatsoberhaupt Australiens ist die Königin. Der Einfluss des Königreichs in Australien ist nicht groß genug. Wäre nicht ein Handelsabkommen Australien-EU und UK nahe dabei, ein Zeichen der Partnerschaft für die Wirtschaft in Australien gegen die Pression aus China. Oder ein letzter Punkt im Handelsbereich nochmal, TTIP 2.0. Joe Biden ist eine Chance. Ich plädiere dafür, jetzt eine neue Handelsberatung EU, USA aufzunehmen, Exporte, Importe, Standards, Investitionsschutz und die Briten einzuladen, eigenständig der Dritte im Bunde zu sein. Dann hätten wir eine transatlantische Handelspartnerschaft, die würde Europa gut tun, den USA gut tun und auch den Vorlieferungen aus dem Königreich aufs Festland und umgekehrt gut tun. Es gibt genügend Gründe, wenn wir in der Welt Bedeutung behalten wollen, dass UK und EU engstens kooperieren. Greg Hands, wäre Großbritannien bei so einer Idee dabei, quasi eine transatlantische Handelspartnerschaft noch einmal zu probieren, wie wir sie ja vor einigen Jahren, lange Zeit, im Grunde seit Mitte der 90er Jahre, angestrebt haben, wie sie dann aber auch in Amerika damals TTIP nicht realisiert werden konnte, von Trump zunächst einmal weggewischt wurde. Wäre Großbritannien dabei, wenn man da einen neuen Anlauf machen würde? Ich stimme überein mit fast alles, was Günther gesagt hat. Wir müssen besser kooperieren. Wir sind, wie Günther sagte, jetzt 5 Jahre nach dem Referendum. Die Entscheidung ist jetzt gemacht. Wir haben jetzt dieses neues Abkommen, diese Trade and Cooperation Agreement. Meistens ganz gut, eigentlich ein gutes Abkommen für uns beide. Jetzt an die Zukunft und wir müssen besser kooperieren. Auf der anderen Seite haben wir uns dafür entschieden, wir werden nicht unsere Regel, wir machen unsere eigene Regel, besonders bei meinem Bereich im Handel, aber das heißt nicht, dass wir können nicht kooperieren. Also zusammen, zum Beispiel im jetzigen Streit über diese Zolltarife zwischen Airbus und Boeing, wir kooperieren im Moment mit der Kommission. Und mit Washington, wir reden mit Biden, also das ist ein gutes Beispiel für... Mit beiden Seiten, nicht mit Joe Biden nur, sondern mit beiden Seiten reden Sie. Ja. Mit Washington und mit Brüssel, ja. Aber auch mit Joe Biden. Mhm. Wir möchten auch ein Handelsabkommen mit den USA haben. Für unsere bessere Kooperation mit der Europäischen Union, ich denke, eines Dings, was sehr wichtig sein könnte, ist besser Ursprungsregeln für unser Abkommen zwischen Großbritannien und der EU. Brüssel hat abgelehnt, bessere Ursprungsregeln, sodass wir bei diesen Produkten, sodass wir können nennen, das heißt britische Produkte, europäische Produkte oder vielleicht zusammen. Das wäre auch vorteilhaft für ein Handelsverhältnis mit den USA oder mit anderen. Aber im Allgemeinen, die Zeit ist jetzt gut für die Kooperation. Ich habe gerade einen Handelsaustausch, Dialog zwischen Großbritannien und Deutschland, zwischen unseren zwei Ministerien, zwischen Liz Truss, Peter Altmaier, ich und Ulrich Nussbaum in dem Ministerium. Also ich denke, die Lage ist gut. Wir müssen daran gut arbeiten, aber Kooperierung in diesen Fragen, zum Beispiel mit den USA, zum Beispiel über China, ich denke, die Lage ist eigentlich ganz gut für gute künftige Kooperation Großbritannien und der Europäischen Union und besonders Deutschland dabei. Wobei bei Ihnen klingt es in der Tat etwas eher nach bilateralen Verträgen, Schulterschlüssen, die Sie einmal mit
Europa und auf, oder mit der EU und auf der anderen Seite mit den USA schließen wollen. Bei Günther Oettinger klang es gerade eher, wenn ich es richtig verstanden habe, nach einem trilateralen Handelsvorstoß. Meines Erachtens sind wir immer flexibel. Wenn ein Vorschlag vorkommen würde, würden wir das genau beantworten und recherchieren. Wir sind im Moment im Verhandlungen um diese Kooperationsgruppe in Asien und Pazifik, diese CPTPP, als neuer Mitglied, erster europäischer Mitglied dabei zu sein. Also sind wir völlig bereit, in so einer plurilateralen, multilateralen Welt zusammenzuarbeiten mit unseren Freunden. Und die Europäische Union bleibt unser Freund. Melanie Hummel, wenn Sie sich diese geopolitische Gemengelage vergegenwärtigen, Europa, das kleine Europa, jetzt noch kleiner geworden nach dem Brexit, und daneben die großen Platzhirsche, einmal die USA und dann der aufsteigende, neue, altneue Star, wiederkehrende Star China, bleibt da eigentlich für die Länder, für den Freistaat Bayern noch genügend Spielraum? Oder ist das eine Situation, wo Sie sagen können, müssten, obwohl wir jetzt eine Vertretung in London eröffnen, eigentlich ist Europapolitik nicht mehr für die Länder zu machen? Ich bin absoluter Meinung, dass es wichtig ist, dass wir ein Europa haben, wo auch die Regionen stark sind. Das macht ja Europa auch aus, die Europäische Union, dass wir eben innerhalb der verschiedenen Konstellationen sehr wohl als Länder, auch als Bundesländer, hier starke Regionen haben. Das ist ja die Vielfalt Europas. Aber was ja das Gute daran ist, dass man sich innerhalb der Europäischen Union zusammen, dieser Zusammenhalt, diese Stärkung, und ich glaube, dass Europa erstens schneller werden muss und noch stärker werden muss, um eben nicht, wie Sie es richtig dargestellt haben, zwischen USA, China, Russland sozusagen als kleiner Partner irgendwo dabei zu sein, sondern auch den Takt mit vorzugeben. Ich denke an das Thema, an das wichtige Thema im Klimaschutz. Da ist im Moment für mich ein guter Zeitpunkt mit dem neuen US-Präsidenten Biden, der auch wieder Pariser Klimaabkommen beigetreten ist. Hier dieses Thema, auch Großbritannien hat einige sich an Klimazielen vorgenommen, hier das zu nutzen. Und da ist es aber auch gut, wenn die Länder, wenn die Bundesländer auch Taktgeber in Europa mit sind. Und so sehen wir uns als Bayern. Günther Oettinger, Ihr Appell, zusammenzuarbeiten, einerseits mit den EU und Großbritannien und zum anderen aber auch mit den USA, quasi den Westen, wenn ich das mal so etwas plakativ sagen möchte, zu stärken in dieser Auseinandersetzung auch mit China. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt im Moment noch so etwas, die Erkenntnis, wie es denn durchgesetzt werden kann. Halten Sie im Moment, nachdem es ja sowohl in London wie auch in Brüssel doch so ein bisschen beleidigte Reaktionen gab nach dem Brexit, ist das aus Ihrer Sicht überwunden, gerade auch in Brüssel? Und gibt es diese Bereitschaft, quasi wirklich nach vorne zu schauen, Neuansatz? Oder will man erst mal noch sagen, okay, jetzt machen wir es auf unseren eigenen Weg, jetzt gehen wir alleine voran? Wie schätzen Sie da die Situation ein? Bei der Mehrzahl der EU-Europäer überwiegt das Bedauern, dass die Briten uns verlassen haben. Aber Trauer ist ja kein Zukunftsgefühl. Und die Gemeinsamkeiten überwiegen. Wir haben eine gemeinsame Werteordnung. Unsere Geschichte ist gemeinsam. Vielleicht ist Boris Johnson eine Mischung aus kreativ und erratisch, aber trotzdem, er ist gewählt, hat den Rückhalt der Bevölkerung, hat starke Minister. Und deswegen glaube ich, es geht jetzt um die Zukunft. Innerhalb der NATO, für äußere Sicherheit, für Cybersicherheit, für innere Sicherheit. Die Geheimdienste müssen kooperieren, da können wir viel von London profitieren. Und dann geht es um wirtschaftliche Kooperation, um Forschungskooperation und dann auch um eine Stimme China gegenüber. Die Chinesen haben eine klare Strategie. Sie wollen Europa schwächen und teilen. Divide et impera. Dies kann nicht unser Spiel sein. Wir müssen gemeinsam auftreten. Nur wenn es um Hongkong geht, oder was könnte Taiwan drohen? Das darf man noch gar nicht aussprechen. Aber die Zukunft Taiwans kann auch verhängnisvoll und schwierig werden. Sind wir bereit, dort die Menschen und ihre Souveränität zu unterstützen, gar zu verteidigen, Fragezeichen? Und es geht nur, wenn die Europäer gemeinsam analysieren und auftreten
und damit den USA, mit Kanada, mit Australien, Neuseeland, Japan, Südkorea und anderen demokratisch und marktwirtschaftlich geprägten Ländern ihre Interessen und ihre Forderungen vertreten. Nur wenn wir gerade von Greg Hentz gelernt haben, dass die Briten mitmachen wollen bei diesem chinesisch dominierten Freihandelszone in Asien. Nee, es ist chinesisch dominiert, das ist zwischen Japan, Australien, Kanada, Mexiko, China ist nicht dabei. Ach so, okay. Ja. Ich dachte, Sie hätten diesen chinesisch dominierten. Das ist ein anderes Handelsabkommen, das heißt RCEP. Diese ist CPTPP. Okay. Es ist zwischen meistens demokratischen Ländern. Aber ja. Vietnam ist auch dabei. Ja. Aber ist denn nicht mitunter diese Idee, wir müssen den Westen quasi stärken gegen China und eine gemeinsame Strategie entwickeln, wird das nicht manchmal unterlaufen, auch gerade von einer zunehmenden wirtschaftlichen Abhängigkeit, die ich auch in Deutschland zu erkennen glaube, vom chinesischen Markt? Wir sagen zwar einerseits, die EU hat jetzt sich zu Sanktionen entschieden, wegen der Uiguren, wegen der Menschenrechtssituation. Aber wie stark kann denn eigentlich der Westen, wie stark kann Europa gegen China noch Muskeln zeigen? Ich denke, es ist keine Frage von entweder oder. Entweder gute Handelsbeziehungen mit China oder starke Verteidigung von Demokratie und unsere Grundrechte, besonders in Asien. Wir können beides tun. Wir haben selber eine gute Handelsbeziehung mit China. Nicht die ausreiche wie die von Deutschland, aber doch ein gutes Handelsbeziehung mit China. Aber auf der anderen Seite, wir engagieren ständig über die Menschenrechtsfragen in Hongkong, in Xinjiang, was China eigentlich gegen Taiwan und gegen andere Demokratien in Asien tut, gegen Australien und auch die Probleme dort. Also wir können beides tun, meines Erachtens. Wir können doch mit China handeln, aber als Erwachsene und China besser verstehen, was da läuft, aber auf der anderen Seite ganz stark für unsere Werte einsetzen in Asien. Günter Oettinger hat ja das Thema Taiwan eben angesprochen. Erwartet irgendjemand von Ihnen, dass dann, wenn es seitens Chinas in den nächsten Jahren zu einer Aggressivität gegen Taiwan kommen sollte, den Versuch geben sollte, Taiwan mit dem Mutterland wieder zu vereinigen, erwartet irgendjemand, dass dann die NATO oder der Westen militärisch sich engagieren würde? Günter Oettinger, weil Sie es angesprochen hatten, ja oder nein, passiert da etwas? Die Amerikaner haben Sicherheitsgarantien abgegeben. Und ich glaube, dass auch Japan und Südkorea dies nicht akzeptieren würden. Da ist Deutschland weit weg und auch relativ schwach. Aber ich glaube schon, dass die Chinesen sich dreimal überlegen sollten, ob sie gegen Taiwan aggressiv vorgehen. Mhm. Melanie Hummel, würden Sie das ebenso einschätzen, glauben Sie auch, der Westen steht quasi hinter Taiwan? Man hat ja schon gemerkt, dass wir jetzt auch gegenüber China mit Sanktionen als Europäische Union reagiert haben. Also das heißt, es wird sehr wohl hier auch kritisch jetzt im eigenen Land, was geschieht, was an Menschenrechtsverstößen auch da sind, registriert und entsprechend reagiert auch von der Europäischen Union. Und das wäre natürlich nochmal ein ganz anderer Verstoß. Und von daher gehe ich davon aus, dass hier die westliche Welt dann auch reagieren würde. Schlusswort, Greg Hentz, wird der Westen reagieren, wenn es in Taiwan zu einer Eskalation kommt? Ja, wir hoffen, dass es nicht so kommt und eigentlich die Spanne da, ich kenne Taiwan ziemlich gut, ich war dort zum ersten Mal, als ich 25 Jahre alt war und Taiwan ist eigentlich ein starkes Beispiel für, wie Demokratie gut entwickeln kann in Asien und das ist ja etwas zu verteidigen. Herzlichen Dank Ihnen allen dreien, Greg Hand, Melanie Hummel, Günter Oettinger, für dieses Gespräch Europa nach dem Brexit. Es hätte noch viele andere Themen und Aspekte gegeben. Danke, dass wir diese aber zumindest behandeln durften.